Oi, da, was geht ab, Leute? Team Bubble Tier. Heute als Teil unserer Ende des Jahres Video-Zeugs-Reihe habe ich heute für euch die Top 10 Karten, die dieses Jahr erschienen sind. Ich habe vor ein paar Tagen die Top 10 Momente in Yu-Gi-Oh! 2015 veröffentlicht. Könnt ihr nochmal anschauen, wenn ihr wollt. Ansonsten heute halt die Top 10 Karten. Da haben wir auf Platz Nummer 10 Sea Framelord Omega aus High Speed Riders. High Speed Riders war das erste Set mit dieser neuen Booster-Verteilung. Aber hat eigentlich niemanden interessiert, weil das Set relativ schlecht ist. Und deswegen ist auch Omega erstmal untergegangen. Hat keiner wirklich so gesehen. Bis halt dieser Inferno-Typ das gespielt hat und getoppt hat. Und seitdem ist Omega einer der Top-Level 8 Synchro-Monster. Und deswegen für mich auf Nummer 10. Dann haben wir auf dem 9. Platz Elemental Hero Shadow Mist. Kam in dem Structure Deck Hero Strike aus. Anfang des Jahres, Ende Januar glaube ich, oder so Februar, ungefähr da. War auf jeden Fall ein gutes Structure Deck, gute Karten drin. Man konnte viel Plus da machen damit, aber auch spielerisch war das sehr gut. Hat die Heroes zurückgebracht mit einer neuen Spielvariante. Mit den Mass Change und sowas. Und Dark Lore auch auf jeden Fall krass, aber auf jeden Fall Shadow Mist, der neue Stratos, der den ersetzt hat. Für mich die Nummer 9. Dann kommen wir zu Nummer 8. Da habe ich Noden platziert. Kam in den Megatins, wie ihr hier sehen könnt, im September. Megatins, glaube ich, das krasseste Produkt dieses Jahres. Aber zu den Produkten, Top-Produkte oder so, mache ich kein Video. Noden, interessante Karte, war davor Korean Exclusive, was auch eher selten ist. War krass gehypt, sehr starke Karte. Hat leider nur ein bisschen zu lange gedauert, bis er zu uns kam. Und als er dann kam, hat er nicht mehr so viel bewirkt. Beziehungsweise ist es eigentlich ein trauriges Zeichen, wie krass Yugi sich entwickelt hat in der kurzen Zeit, dass so eine krasse Karte wie Noden dann kaum noch einen Einfluss auf das Spiel hatte. Aber trotzdem, sehr gute Karte. Und deswegen Nummer 8. Dann haben wir auf Platz Nummer 7 aus dem Set Clash of Rebellions, Infernal Decatron. Die Karte, die Infernal überhaupt spielbar gemacht hat. Davor hatten die halt viel Potenzial, aber konnten nicht wirklich was. Mit dem dann endlich auch in den Turnieren und so vertreten. YCS gewonnen und auch für ganz kurze Zeit im Meta-Ranking auf Nummer 1. Und das halt alles dank Decatron. Dann haben wir auf Platz Nummer 6 Ghost Ogre Snow Rabbit aus Cross Souls oder auch als Yuki Usagi bekannt. Ist eine Handtrap, was sehr selten ist. Es gibt nicht so viele Handtraps und die wenigen, die es gibt, sind abhängig vom Meta und der Spielsituation sehr, sehr stark. Und so halt auch Ghost Ogre. Die nächsten Monate wahrscheinlich noch stärker wird gegen die ganzen Pendel Decks. Aber ihre Werte und sowas sind auch krass. Klasse Defense, 0 ATK, ist auch krass für verschiedene Effekte und ist Licht, Tuner und Psychic, also bei der stimmt echt alles, Secret Rare auch noch. Und was manche sogar nicht wissen, ihren Effekt kann man auch noch vom Feld aktivieren, also nicht nur von der Hand. Hat Chong letztens bei einem Turnier nicht gewusst und dann hat er deswegen verloren oder knapp gewonnen, also auf jeden Fall unnötig, weil er es nicht gewusst hatte. Dann auf Nummer 5 haben wir Damage Juggler, beziehungsweise die ganzen Clowns, die ganzen Performagers, viel zu krass. Vor allem halt dieser Clown und natürlich auch Plüschfeuer. Aber ich habe jetzt erstmal den Clown, also den Juggler, auf Platz 5 gesetzt, stellvertretend für die ganzen Performagers, weil der einfach zu krass ist. Stoppt Angriffe, stoppt Schaden, stoppt OTK, was halt die meisten Decks im Meta zurzeit können und wollen. Und nicht nur das, nachdem du ihn discarded hast, kann er auch noch was aus dem Grave searchen, also richtig krass. Und ein Vorteil gegenüber zum Beispiel Scarecrow und Valkyros ist, dass er den nächsten Damage stoppt und nicht die Kampf-Battleface beendet oder sowas. Und dadurch auch nicht umspielt werden kann, wie durch Book of Moon oder so bei den anderen, wie Valkyros. Was wir in einem Tipps und Tricks Video erklärt haben. Und dadurch, dass man das bei dem nicht kann, weil er immer den nächsten Schaden stoppt, und nicht nur Battle Damage, sondern sogar Burn Damage. Kann man verschiedene Karten, so wie Wavering Eyes, auch noch stoppen.
Deswegen ist der einfach zu close. Dann auf Nummer 4 haben wir Lose One Turn. Auch aus Cross Souls. Und wir wissen ja alle, Bargash spielt Gravekeeper. Und das Deck ist überhaupt nur spielbar durch Lose One Turn. Und Necro Valley, aber hauptsächlich Lose One Turn. Und wir, falls ihr uns über das Jahr beobachtet habt, wisst, hat Bargash ziemlich hart geleidet wegen Lose One Turn. Angefangen bei der DM. Nee, sogar schon davor bei der Sneak, wo er keine besorgen konnte und Chong sich eine geschnappt hat. Und dann bei der DM, wo er keine hatte und Chong ihm dann in letzter Sekunde welche besorgt hat. Und dann natürlich bei den ganzen Vlogs, wo er dann welche hatte und mal welche nicht hatte. Auf jeden Fall Lose One Turn macht verschiedene Decks überhaupt spielbar, gibt denen überhaupt eine Chance, im Meta mithalten zu können. Deswegen Nummer 4. Dann auf Nummer 3 haben wir Minerva. War auch schon auf der anderen Top 10. Ist einfach zu krass. Light Swan, Performage. Allgemein viel zu krass die Karte. Und auch vom Wert her viel zu teuer, weil es halt eine YCS Promo ist. Unser Spieler Dennis Bockmann hat sich einen besorgt. Fragt mich nicht wieso und wie und für welchen Preis. Aber er hat's. Er spielt Light Swan, Performage und die Karte ist echt krass. Dann kommen wir zu Platz Nummer 2. Da habe ich Cosmo Dark Destroyer hingetan. Und auch stellvertretend für die ganzen Cosmo-Karten, Farmgirl und sowas. Und Town ist auch richtig krass, aber er, hauptsächlich wegen dem Preis. Hat leider nicht die 150 geschafft, die ich mir erhofft hatte. Aber trotzdem, 130 war er, glaube ich, zu Höchstzeiten. Auf jeden Fall echt krasser Preis, krasse Karte. Und auf Platz 1 habe ich natürlich Brionak, Necros of Brionak. Auch wie ich in der anderen Top 10 erwähnt habe, der Necros-Hype war einfach zu krass und Brio, der Preis. Es gab echt nicht viele Karten, die teurer waren als er. Ansonsten war es das auch schon wieder. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt unten in die Kommentare wie immer schreiben, was ihr von der Liste haltet und was ihr auf die Liste getan hättet. Ansonsten wünsche ich euch noch ein gutes neues Jahr. Wir sehen uns dann im nächsten Jahr wieder. Und leidet nicht. Wenn euch unser Video gefallen hat, checkt uns noch unsere anderen Videos ab. Ansonsten liken und subscriben unten, kommentiert alles, wenn ihr wollt. Checkt unsere anderen Sponsoren noch ab. Unsere Facebook-Seite wird auch immer neu aufgefrischt. Ansonsten leidet's nicht.